Aldemar HD. Toll. Du hast dich gewaschen. Sehr gut. Hey Leute, hier ist der Aldemar mit... wir gehen schon wieder. Mit Kingdom Come Deliverance. Wir suchen immer noch den Krapfen. Oder Krapfen. Und der soll diesen Weg hier lang gelaufen sein. Straße Richtung Neuhof. Da sind ein paar Zelte, aber sonst... Wie weit ist denn das Pferd gerannt? Hey Junge! Ach nee, du willst mir doch nur eine blöde Schatzkarte verkaufen. Na gut, wir sind ja sowieso schon reich. Du siehst wie ein weitgereister Mann aus. Und so jemanden suche ich. Es ist etwas kompliziert. Sagen wir so, ich weiß, wo eine Art Schatz vergraben. Und du könntest... Ja, ja, ja. Wilde Geschichte. Ausgezeichnet. Dankeschön. Vielleicht finden wir auch oft mal so Banditenlager, weißt du? So, ah, ein Neuer, der durch die Schatzkarte hingejagt... Oh, das ist doch wieder so eine tummige kleine Hütte. Ich höre schon wieder dieses komische Geräusch hinter mir. Wenn ich jetzt aufhöre zu reiten, dann ist es weg. Höp. Ach, Kreuzung. Ah, Mist, wo soll ich denn bloß hin? Ach, hier war ich doch mit dem Dingens. Ah, brrr. Ah, mit dem kann ich reden. Guten Tag. Hallo, Herr Wanderer. Hast du ein frei rumlaufendes Pferd gesehen? Ein Apfelschimmel? Habe ich tatsächlich. Jedenfalls ein reiterloses Tier, das hier durchgaloppierte. Es war aber zu schnell, um die Farbe zu erkennen. Wo hast du es gesehen? Nicht weit von hier ist ein Bach. Ich holte gerade Wasser, als mich das Pferd beinahe zu Tode erschreckte. Wohin ist es gelaufen? Naja, es ist bei der Brücke herumgetollt. Dann galoppierte es flussaufwärts in den Wald. Vielen Dank. Okay, flussaufwärts. Viel Glück bei deiner Suche. Na, den Bach. Ich glaube, der ist jetzt markiert. Ah. Gott sei Dank, wir haben einen Marker. Aber wie fangen wir das am besten ein? Ich meine, draufspringen? Mit dem anderen Pferd? Wir können die Köhler fragen. Hier sind doch noch Köhler. Ah, ne, ist zu weit eigentlich. Weiter als die Köhler. Jetzt sind wir auf jeden Fall im Gebiet. Vielleicht trinkt er irgendwo. Hallo, Pferdchen. Pebbles, guck mal, ist das deine Schwester? Voll creepy, mich einmal anstarren. Ruhig. Hey, denk nicht mal dran, ich hab ihn zuerst gesehen. Wer bist du denn? Ja, siehst du, ein Köhler, ich wusste es. Gott segne dich. Was kann ich für dich tun? Ich fürchte, dieses Pferd stammt aus dem Uschitzer Stall. Du kannst es nicht behalten. Verpiss dich. Mir egal, wo es herkommt. Geh und such dir dein eigenes Pferd. Dann prügeln wir uns mal. Lass ihn hier und verschwinde. Oder was? Oder ich schlage dich grün und blau. Versuch's doch, du Aufschneider. Boah, das hast du nur einmal gemacht, Freundchen. Okay, meine Güte, du wehrst dich ja. Okay. Das gibt's doch nicht. Dafür wirst du büßen. Oh, tut mir leid. Ah! Oh, tut mir leid. Schmeckt dir das?
Immer eine kurze rechte und linke. Lange, meine ich. Komm jetzt her, Freunde. Ich hab Panzerschuhe. Du müsstest schon längst K.O. sein. Was ist das denn? Ist jetzt gut, Köhlers Jung? Oh, das gibt's doch nicht. Hab ich ihn getötet? Nee. Plündern! Dörfleisch. Oh, jetzt ist er nackt. Das wollte ich gar nicht. Egal. Selber schuld. Wacht halt jetzt nackt auf. Komm her, Pferdchen. Bring ich nach Hause. Pebbles? Nicht traurig sein. Nicht traurig sein. Okay, dann reiten wir mal nach Hause. Mach's gut, du Lappen. Ich wollte eigentlich nicht alles nehmen, aber na gut. Was soll's? Mann, das ist aber ein angenehmer Wald. Schön offen. Ist aber jetzt kein krasser Hengst hier. So super schnell ist der auch nicht. Krapfilein. Du kleines Schwein. Würde gerne wissen, was passiert, wenn ich noch ein Pferd kaufe. Weil ich will ja Pebbles nicht verkaufen. Pebbles bleibt ja mein Pferd. Ich würde gerne einen eigenen Hof haben, ja? Ich weiß nicht, ob das möglich ist. Und mit Theresa kann man wohl nicht mehr reden. Das ist leider sehr schade. Irgendwie poppt man einmal mit der und das war's. Ein bisschen schade. Ich hätte gedacht, das ist mehr wie heiraten oder weil... Es gibt ja auch diese ganzen Kleider. Kann ich die nicht... Angeblich kann man die auch der Frau schenken. Ich bin ein bisschen verwirrt. Vielleicht gibt es ja noch mehr liebreizende Techtelmechtels. Vielleicht ist Theresa nur... keine Ahnung. So ein kleines Intermezzo halt. Wir werden sehen. Wir müssen unbedingt nochmal nach Skalitze. Ich meine, da wird bestimmt vielleicht aufgeräumt, ja? Ach Mist, wollte gerade drüber springen, blödes Pferd. Du kannst doch gar nichts! Was ist denn hier der Eingang? Dann halt so. Bitteschön. So, wo ist er denn? Da ist er. Stallmeister. Gott sei mit dir. Gott sei mit dir. Ich habe deinen Krapfen gefunden. Bei Gott, welch ein Glück. Unter uns, das Tier ist ein Batzen Geld wert. Ich weiß nicht, was ich getan hätte, wenn er verloren gegangen wäre. Hier ist deine Belohnung. Danke. Aber verliert ihn nicht wieder. Wir tun unser Bestes. Das war's. Okay, das ist der Stallmeister. Jetzt haben wir noch eine Quest mit der Hexe. Guck mal, das ist sogar in der Nähe von Tallenberg. Ich überlege schon fast, ob wir danach nicht mal nach Tallenberg gehen. Da ist der Wurstmeister. Da ist das. Okay, gehen wir erstmal da oben hin. So. Du trägst zu viel Geld. Komm, Pebbles. Wir reiten weg. Ich würde gerne mal zu dem Gerber in Tallenberg. Komm, was machen wir? Wir gehen jetzt nach Tallenberg. Scheiß drauf. Wir gehen jetzt nach Tallenberg und dann reiten wir nach da oben. Und erstmal zum Gerber. Erstmal nach Tallenberg. Entschuldigung. Tut mir leid. Ich bin so ein Lappen. Immer noch überladen. 132. Meine Güte. Ach so, stimmt ja. Wir haben den Typen ausgeraubt. Vielleicht nochmal beim guten alten Müller vorbeigucken. Ah, wir haben eine Schabracke. Wann haben wir eine Schabracke bekommen? Wann haben wir die denn bekommen?
Habe ich die gerade als Geschenk bekommen? Pebbles, guck mal, du hast eine Schabracke bekommen. Unfassbar. Guck mal. Jetzt hast du hässlichen Stoff um. Jetzt sieht man aus wie das Pferd vom Hans. Sehr schön. Okay, komm, jetzt zieh mal den Spitz an. Bin ich immer noch überladen? Nee. Das ausgebüxte Pferd. Quest abgeschlossen. So. Immer wieder abgeschlossen. So, jetzt aber. Tallenberg. Da waren wir lang nicht mehr. Endlich. Guck mal, da reiten wir auch da oben lang. Kann ich auch das Schnellreisen abbrechen? Das wäre eigentlich ganz praktisch, ne? Wenn wir das jetzt hier so... Ne. Schade. Schade Schokolade, gut. Ach, lang ist es her. Oh, es ist Nacht. Haben wir noch unser Zuhause? Unser Bettchen? Oh. Ob der Typ hier Ärger bekommen hat? Ah, wir waren lang nicht hier. Lang ist es her. Zum Große. Düt, düt. Da, unser Bett ist noch da. Super. Hey, warte einen Moment. Nee, wir gehen schlafen. Der will mich sonst nur durchsuchen. Wegen meinem Diebesgut, das ist nicht so gut. Das sind immer scheiße Schippen. Nicht, dass der sagt hier Diebesgut und so. Ah, das habe ich nicht durchdacht. So. Ich habe hier noch meine eigene Kiste, da kann ich schnell alles reinpacken. Und das können wir dann rausholen, wenn wir beim Müller sind. Wir müssen gucken, wo die anderen Müller sind. So, es reicht. Wir müssen aber die nette Frau vom Lord sprechen. So, wo ist unsere Kiste? Haben wir hier überhaupt eine? Scheint nicht. Oh. Was war das denn? Und schnell weg hier. Ist gar nicht erst aufhalten lassen. Oh, Scheiße. Hier ist kein Diebesgut. Pebbles, du bleibst hier. Okay, jetzt können wir zurückgehen. Ich bin wirklich ziemlich hungrig. Wächter Radin. Komm, wir reden mal mit dem. Gibt es hier irgendwo einen Händler? Hast Hunger, was? Du solltest zur Köchin gehen. Sie hat ein gutes Herz. Besonders, wenn du Geld hast. Für alles andere geh zu Votava. Er ist kratzbürstig wie eine nasse Katze. Kann dir aber so gut wie alles besorgen. Hab ihn beim Kornspeicher gesehen. Er ist leicht zu erkennen. Er sieht aus, als hätte er in seinem Leben noch nie eine anständige Mahlzeit gehabt. Du bist der junge Bursche, der ja halb tot aus Skalitz ankam, nicht wahr? Genau der. Wieso fragst du? Die Burgherrin hat nach dir gefragt. Sie will dich sprechen. Ah, ich werde gleich zu ihr gehen. Danke. Tu das. Lass sie nicht warten. Ach, deswegen haben die mich wahrscheinlich alle hier. Ich wollte die jetzt sowieso mal besuchen. Die war ja so lieb zu uns. Ein bisschen einsam vielleicht, aber, Ach, guck mal, der gute Herr Divish. Divish. Na gut, dann nicht. Hups. Was ist denn? Der gute Herr Divish. Ist sie das? Nee. Wahrscheinlich hier oben drin irgendwo. In ihrem Zimmer. Da ist sie doch. Kenne ich doch. Stefanie, Herrin. Entschuldigung. Der Herr sei gepriesen. Was beschäftigt dich? Ich hörte, du willst mich sprechen, Herrin. Das stimmt. Du musst mir bei etwas helfen. Was kann ich tun? Meine Base, die junge Sophie, wird bald heiraten. Für sie beginnt ein neues Leben und ich will, dass sie einen herrlichen Tag hat. Ich brauche ein paar Geschenke für sie und du wirst sie für mich beschaffen. Herrin, aber warum ich? Ich würde ja den Kämmerer damit betrauen, aber er besitzt keinen Funken Geschmack. Ausgeschlossen.
Und es heißt, dass du dich jeder Herausforderung stellst. Ist es nicht so? Ey, ich hab doch hübsche Kleider. Es wäre mir eine Ehre, Herrin. Hole folgende Dinge für mich ab. Ein Diadem aus Sasau, erlesenen Wein von einem Händler in Ratai und ein Pferd aus den Uschitzer Ställen. Oh Mann. Wo genau soll ich den Wein abholen? Bei Konrad Hagen in Ratai. Er ist der Einzige in der ganzen Region, der einen wirklich guten Tropfen beschaffen kann. Und glaub mir, ich weiß, wovon ich rede. Hier, bitte. Das sollte ausreichen. Und was ist mit dem Diadem? Ich habe es in Sasau in Auftrag gegeben, aber nun hat man mir geschrieben, dass es länger dauert. Wie stellen die sich das vor? Die Hochzeit steht bevor und ich brauche das Diadem. Besuche Meister Jerome von Schlesien und hol es ab. Ah, da gibt's also einen Schmuckhändler. Ist gut zu wissen, da können wir unsere Kelche verkaufen. Du sagtest, ein Pferd aus Uschitze? Richtig. Ein wundervolles Tier. Warte nur, bis du es siehst. Dietrich wollte es selbst herreiten, aber er wird sich noch das Genick brechen, wenn ich das zulasse. Du hingegen, so jung und voller Kraft. Ah. Wein, ein Pferd und ein Diadem. Das schaffe ich. Hab Dank, Heinrich. Ich wünschte, ich könnte anderen hier genauso vertrauen. Okay, jetzt haben wir die... Gott behüte euch. Ich muss etwas zu essen besorgen. Ist hier die Küche? Ah, ist abgeschlossen. Oh nein, hier ist... Ach, ist eine schöne Leseecke. Ah. Frau Köchin, ich hab Hunger. Nein. Andere Seite. Ich verlaufe mich jedes Mal. Ich muss etwas zu essen. Warte mal, ich hab doch noch... Hier, guck mal. Nein, kein Gegenmittel trinken. Wir sind immer noch nicht satt genug. Während sie kocht. Während sie gerade rührt. Ach, super. Okay, hier sind wir durch. Jetzt zum Gerber. Ach, da unten sind die Bäderinnen. Die Bäderinnen. Mit dem muss ich auch noch quatschen. Zwecks Sauberkeit. Wir sind nämlich schmuddelig. Komm, Pebbles. Gelb steht dir nicht so. Auf jeden Fall haben wir jetzt einige Quests bekommen. Jetzt erstmal waschen. Ah. Wir sind schmuddelig. Supermädchen. Ah, nee, ich brauche mit der Oberhure. Ach, da ist sie. Bäderin. Ich möchte die Dienst... Was hättest du denn gerne? Ich möchte ein Bad nehmen und meine Kleider reinigen lassen. Ein Bad. Und ich will mich erholen und meine Kleider reinigen lassen. Natürlich, aber zuerst das Geld. Guck mal, unser Gamison ist schon voll verschlissen. Gut. Guck mal, 10. Super günstig. Du wirst es nicht bereuen. Das ist eine Pornostimme. Mist, hier gibt's keinen Schneider oder so, der irgendwas reparieren kann, oder? Okay. Jetzt sind wir sauber. Sind wir sauber? Ah, ja. Naja. Wir sind auf jeden Fall kaputt. Teilweise hier. Es geht noch. Alles klar. Wunderbar. So, jetzt gehen wir mal zum, zu Schenke, da will ich ein Bett mieten, damit wir mal hier auf eine Kiste Zugriff haben. Mist, wo bin ich lang geritten? Oh Gott! So, hier ist die Schenke, das weiß ich noch. Brrr. Ich muss den Typ auch mal fragen nach Quests. Ihr Männer verschüttet mehr, als ihr trinkt. Martha. Zum Gruße, Wörterwirt! Wo ist der denn, der Sack? Was war das? Der muss rauskommen, glaube ich, ne? Wirt! Guten Tag, wie kann ich helfen? Und wie läuft es so in Thalmberg? Ist alles friedlich hier?
Das fragst du noch? Ich hörte von den Steinmetzen, dass es im Steinbruch Ärger gibt. Ich hoffe, das verjagt sie nicht. Sie geben hier viel Geld aus. Durstige Burschen sind das. Ich hoffe, Herr Divisch und sein Steinbruchmeister klären das. Und das ist noch nicht alles. Du bist der Bursche aus Scarlitz, richtig? Klar bist du's. Frag mal die Leute in Rovna, was dort los ist. Sie kommen manchmal auf ein Bier vorbei und sehen ziemlich unzufrieden aus. Okay. Okay, wo kriege ich mein Bett? Nicht bei ihm? Schankmaid? Schlafplatz, geht doch. Hast du ein Bett für die Nacht? Natürlich. Für wie lange? Kann ich gleich für mehrere Nächte zahlen? Kein Problem. Aber du bezahlst im Voraus. Hier, bitte. Du hast das Zimmer ganz für dich. Keiner wird dich stören. Sehr gut, das haben wir denn schon mal. Da hinten haben wir auch noch eine Quest. So, wo ist denn hier unser Bett? Irgendwo hier drin. Im Stall? Nee. Das muss oben sein, oder? Dann muss ich aber auch hier reingehen dürfen. Warum muss ich immer Leitern steigen? Aha. Ach, das ist verblichen. Ich dachte schon. So, jetzt gucken wir mal kurz. Fälle. Was kann hier? Oh, die Bücher muss ich mal lesen. Die ganzen Sonntagskleider und so. Ich weiß nicht, wie ich die schenken soll. Okay. Wir haben die ganzen Fälle. Pebbles, hast du alle in deinem Inventar? So, jetzt haben wir die Kiste freigeschalten hier. Das ist schon mal gut. Dann jetzt zum Gerber. Oh Mann. Aha. Ich benutze mal euren Hof, danke. Mist. Der war das doch. Guten Tag. Benötigst du denn keine Häute? Ich brauche die Haut von einem stattlichen Hirsch. Ein reicher Händler will sich eine an die Wand hängen. Als ob irgendwer glauben würde, dass er ihn selbst erlegt hat. Hab ich doch. Ich sollte dem die doch verkaufen. Das kommt von da drüben. Hä, was ist los? Ich darf hier rumlaufen. So. Das ist alles? Ich habe ein Hirschfell. Hoffentlich zählt das jetzt auch. Ich habe die Häute für dich. Machen wir nur eins, ne? Das nenne ich Qualität. Genau das, was ich brauche. Hier, bitte. Hast's dir verdient. Benötigst du denn keine Häute? Ob du es glaubst oder nicht, aber ich brauche Wildschweinhäute. Das Leder ist nicht das Beste, aber der Schuster macht daraus billige Schuhe. Und vor Herbstbeginn ist die Nachfrage hoch. Haben wir auch. Ich habe die Häute für dich. Das nenne ich Qualität. Genau das, was ich brauche. Hier, bitte. Hast's dir verdient. Benötigst du denn keine Häute? Doch, das Kloster hat Hasenhäute bestellt. Sie machen draus Gürtel gegen Rückenschmerzen. Würd mich nicht wundern, wenn der Abt selbst einen trägt. Ey, davon habe ich auch... Mann, jetzt bin ich verwirrt. Ich habe noch eine Quest mit einem, der Felle haben will. Tierhäute. Das ist der Typ, ne?
Habe ich mich wohl vertan, aber das ist die gleiche Quest. Hasen haben wir sogar. Okay. Was zum Teufel? Also ich kann nicht mit ihm reden, wenn ich jetzt hier nicht... Ich kann doch Hasen... guck mal hier. Hasenpelz. Ah, okay, es dauert ein bisschen, bis es aktualisiert ist. Ich habe die Häute für dich. Wir wollen ja nicht zu viel hier geben, ne? Das nenne ich Qualität. Genau das, was ich brauche. Hier, bitte. Hast's dir verdient. Und wie versprochen, bringe ich dir was bei. Ah, so war das also. Das ist doch gar kein Geld, du blöde Funz. Gibt es hier jemanden, der mit Waren handelt? Ja. Geh zu Votava, dem Teichwart. Ich dachte, sie ist eine Händlerin. Ich bin verwirrt. Komm, wir gehen jetzt, Peppels. Leute, es ist leider Zeit. Wir müssen abspeichern. Wir sehen uns nächste Folge wieder bei Kingdom Come Deliverance. Alles klar, Leute. Bis dahin. Haut rein.